Corona. Tommy filmt gerade. Corona, Baby. So, also Trödelmärkte sind auch geschlossen. Neueste Infos, Trödelmärkte geschlossen. Corona. Oh Mann, alles ist zu, alles ist dicht. Nur Hans hat noch offen auf dem Hof. Ey, das ist für alle. Ja, das ist für alle. Ja. Hans ist noch da, der muss echt überlegen, ob er nach Hause fährt jetzt oder nicht bald. Hab ich den Eindruck. Na, mal gucken. Ich schneide jetzt erstmal von gestern nicht zusammen, weil ich habe mir natürlich Zeit gelassen. Ja, ich bin ja gestern rechtzeitig nach Hause, weil ich dachte, meine Familie vermisst mich und will noch was mit mir zu tun haben. Aber nein, die werte Familie hat schon geschlummert. Ansonsten hätte ich gestern nämlich noch länger machen können im Laden. Weit länger. Und ja. Habe ich extra nicht gemacht. Zeig am Montag noch Arbeit. Ich hoffe, ich darf Montag noch in den Laden. Also ich darf ja sowieso in den Laden. Ich kann ja hinten rein, ich kann es reparieren, kann ich es immer. Die Sachen, aber eben öffnen, ich weiß nicht, ob ich aufhaben werde. Weil, wie gesagt, habt ihr gesehen, jetzt über Nacht haben sie schnell noch beschlossen, alle Kneipen und Bars sofort zuzumachen. Statt nochmal alle richtig kräftig durchfeuern zu lassen, was ja auch vernünftig ist eigentlich. Oder so. Und noch schnell mal den Virus an jemand anders verballern, wisst ihr? Dramatisch. Betrifft auch uns in der Familie, weil wir auch jemanden haben, der eine Bar hat, im Grunde genommen, und davon leben muss. Und Familie bezahlen muss und Mieten bezahlen muss, natürlich selbstverständlich. Und Angestellte bezahlen muss. Und das muss ja alles weiterlaufen. Und wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Das ist alles zu. Die Polizei stand vor der Tür heute noch. Und sagt, zumachen. Das funktioniert nicht lange. Ja, und Schwiegermutter heute ist vom Trödelmarkt geschmissen worden. Die sind extra aus Sachsen-Anhalt gekommen für Flohmarkt heute. Ja, dann haben sie gesagt, nee, ist nicht. 17. Juni, zu. Das ist unglaublich, dass wir das noch erleben dürfen. Ja, jetzt schneide ich. Da, seit gestern Abend wartetet. Ich war gestern zu faul. Ich habe mich gestern dann ins Bett gepackt und habe mir noch einen Film angeguckt und bin dann dabei eingeschlafen tatsächlich. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. War so müde, so durch. Deswegen schneide ich jetzt, baller euch das um die Ohren und mal gucken, was wir heute noch machen. Heute gibt's Dubletten. Sehr lecker hier. Meinst du Freitagkartoffeln oder mehr? Falsch. Wir haben schön den Apfel im Mund. Und ich, das kann ich auch nicht über Ware machen. Und dann mach den Apfel auf meinen Laden auf. Ich bin Mama, kann ich bitte noch mehr Kartoffeln? Gebe ich dir. Ich stehe. Verstehst du nicht? Dann mach du. Ich stehe ja gerade. Das kürzt die Sache ab. Oh. Godzilla! Na, hast du Kartoffeln aufgegessen? Okay, gut. Ich bin müde, ich hole mir jetzt trotzdem noch ein Eis beim Spätkauf, wenn er noch aufhört. Und dann leg mich hin, guck mir den Film an und das war's für heute. Ich will auch was. Ich hatte schon so geheult, dass es keine Schokolade im Haus gibt. Ich will auch was. Sie könnt doch mal bitte mal ein Eis schicken. Aber April geht bis 18, oder? April hat 18 Tage. Das ist aber wenig. Dann ist die Erde weg, oder was? Gut, jetzt haben wir auch schon unser Nostra Anuk. Die hat vorausgesagt, April, 18. April ist Endzeit für uns. Ich ändere Februar zu April. Werden es immer weniger Tage, oder was? Das ist ja auch noch witzig, dass wir das alle hier noch schön. Die sind schon alle geschädigt, ja? Wir wissen das alle nur noch gar nicht.
Schlafen alle, ich auch gleich. Ich gehe noch spazieren zum Spätkauf, wie gesagt. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut, bis dann, ciao. So, guten Morgen. Auf geht's in den Kampf. Auf geht's ins Seuchengebiet. Ins Sperrgebiet. Ins Sperrgebiet, ja. Heute ist ja der erste Tag mehr oder weniger Sperre. Alte Frau, wo finde ich denn Toilettenpapier? Ich glaube, man findet hier gar nichts. Und Zähmertücher, keine Ahnung. Wenn, vielleicht in dem Regal, aber ich glaube nicht. Keine Chance. Ich hoffe, unser Toilettenpapier reicht. Ich habe zwar gerade noch, ich habe ja letztes Mal ergattert, aber das waren ja auch nur 8 Monate. Sag mal, ich sehe nicht, wo es einen Schatz gibt. Toilettenpapier, wisst ihr? Bei Jim? Bei Jim. Bei Summer Jam. Summer Jam hat Toilettenpapier für 1,50 zwei Rollen. Was kosten die sonst? Montagmorgen, ich bin im Laden. Alles schon offen. Kamera habe ich oben vergessen. Legen wir mal los. Ne? Mein Rücken tut wieder weh heute. Ich kann mich wieder verlegen und laufe wieder wie so ein alter Mann. So gebückt. Ganz komisch. Ja, der Hans, der muss schnell abfahren jetzt, weil Grenzen sind zu. Habe ich gehört. Oder sollen zugemacht werden. Man liest ja so viel. Jetzt im Moment kriegt man eine Info nach der anderen und nur zwei davon stimmen vielleicht. Ist man auch nicht. Der wollte eigentlich jetzt am Ende der Woche fahren. Da muss er jetzt schon los. Also, solange wie es geht, geht's. Jetzt kam jetzt schon einer an und wollte ein Rad für 50 Euro kaufen. Ich sage, bis zu spät. Das war alles jetzt am Samstag schon weg. Also, wenn ihr irgendwie noch Räder habt, anzubieten, dann bietet sie jetzt an. So richtig, bei eBay Kleinanzeigen anbieten, einfach anbieten. Für billig Geld, irgendein Rad, Hauptsache fährt. 50 Euro kriegt man nochmal, jetzt gerade. Wenn ihr was loswerden wollt, dann macht das jetzt. Ist vielleicht wirklich ein guter Zeitpunkt, tatsächlich. Zumindest in Großstädten. Zack. Zack, zack, zack. Gut. Hier, das ist verbogen. Seht ihr? Das ist verbogen vom hier dagegen stoßen. Muss man aber gerade biegen, sonst funktioniert es nicht richtig. Gucken, ob es geht oder abbricht. Schauen wir mal. Perfekt. Heute Morgen waren wir einkaufen, auf dem Weg zur Schule. Wir waren bei der Schule heute Morgen und einkaufen. Katastrophe. Und die Leute sind ruhig, die sind aufrührerisch in den Läden schon, das verstehe ich überhaupt nicht. Gute Bremsen jetzt wieder bei Tommy hier. Corona frei in den Mai, Corona frei in den Mai. Und ihr seid mit dabei. Das ist das Motto. Next. Moin. Was darf sein? Bei dir ein bisschen Luft. Ja. Kommt denn. Für dich. Pour moi? Mmh. Erstmal, ohne noch richtig zu tun. Thank you very well. Noch richtig. Gleich mal den Unterricht starten. Dann muss ich aufräumen. Genau, die Kinder müssen unterrichtet werden. Ja, aber die müssen heute ein bisschen selbst arbeiten. Ich werde Blumen da in ihr Buchstabenheft was machen lassen. Da wissen die Kinder wohl Bescheid, um was es geht. Anouk soll einen Text erstmal abschreiben, denke ich mir. Und dann gucken wir mal. Kette habe ich reanimiert. Moin. Hallo. Ja, bitte. Ich würde gerne
gerne ein Fahrrad zur Reparation bringen. So, so, was haben wir hier? Eine lockere Pedale. Na dann schnacken wir nicht lang. Mal schrauben ab. Pedale ab. Der Pedalarm ist natürlich locker, ja, nicht die Pedale, der Pedalarm. Pedalarm ab. Na, ist ausgeschlagen. Die Flächen sind noch okay. Jetzt kommt der Ersatzarm ran und das war's. Und natürlich die Pedale wieder einsetzen mit ein bisschen Fett. Nicht ohne Fett. Damit man es auch wieder lösen kann. Okay. Also Schaltzugcheck, Vorderrad gerade gemacht, Kurbelarmtausch haben wir. Where's the rest? Sorry, brother. This is a real one? Oh my. You know, always, I want to check the money very far, far away, you know? Voll. Underground Money. Hier, guck mal, voll aus dem Schlipper gezogen. Ja, das Ding gerade abgefressen schon. Sackrachen. Mann, 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 ey. Das glaubt ihr nicht, holt er den Fuffi aus dem Schlipper raus. Voll die Schlipper-Dinger, Alter. Ich glaube, jetzt muss ich mal erstmal desinfizieren. Alter Schwede. Unglaublich. Was haben wir hier? Ein Cube. Ein Lookalike Cube mit einem kratzenden Steuersatz. Na, dann hoffen wir noch mal, dass wir das hinbekommen. Zuerst mal hänge ich das Vorderrad hier ein. Also ich habe erstmal das Vorderrad gesichert hier. Wunderbar, ja. Jetzt schraube ich hier oben auf die Kappe. Beziehungsweise erstmal die Seiten hier. Ja, die Seiten sind eine andere. Dann erstmal an der Kappe anlösen. Und die Seiten einmal nur lösen. Zweimal. Ja, wunderbar.
Jetzt. Tada! Tata! Kappe ab. Rausrutschen kann es nicht, weil es ist gesichert. Nicht wundern. Ja. So. Also, wie schon gedacht, der Lagerring ist quasi nicht mehr existent. Da braucht man sich keine Gedanken drüber machen und plattgewalzt. Das heißt richtig gewalzt, richtig platt. Da braucht man sich keine Gedanken mehr zu machen, dass der geht ja noch oder irgendwas. Da geht nichts mehr. Der muss getauscht werden, wenigstens der Lagerring. Weg damit. Na, guck mal, sind doch zwei frische Lager. Haben wir doch hier. Wunderbar, ganz fresh. Okay. Auch sauber. Fett. Perfekt, guckt hier. Perfekt. Okay. Okay, das war's. Fantastisch. Hammer. Prost. Bauen wir erstmal das Hinterrad aus. Handschuhe? Nein. Nein? Nein. Trotz der öligen Kette? Doch, ich brauche eine. Ich brauche Handschuhe. Gibt es einmal welche für eine große? Ja, genau. Was ist denn eigentlich das hier? Ja, ist einfach eine Flasche und dann geht das hier schon. Einmal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Da hatten wir Glück gehabt, dass wir noch einen haben. Ja. Ja, sehr viel Geschwindigkeit. Puh. Aber kann ich das hier irgendwo abnehmen? Den kannst du angeben oder das hin? Und das andere bitte festhalten. Ich brauche was später. Hallo? Miss Papa! Was? Okay, erstmal gut. Okay, hörst du zu. Ein Stückchen ab. Ach, wie lang mache ich? Das ist so spannend. Mist, ich brauche eine Schere. Also guck mal, wie die Backe auf den Teller.
Vielleicht ist er auch schon wirklich in den Krieg damit. Meine Methode ist anders. Jetzt nehme ich das ein bisschen. Aber wie ihr seht, ist jemand besser in den Krieg gezogen. Ja, aber ich kann es nicht verstehen eigentlich. Warum sehe ich das nicht? Das war ein Pilz mit meiner Schwester. Weil es so schwer ist fürs Erste. Aber. Ja, jetzt musst du noch aufpassen. Ja, ich drehe das Fahrrad. Oder ich lasse es lieber so. Wie viel muss rein, Papa? Hey. Ich glaube so 3. Oh, hast 2 geschafft. Immer machen wir beide irgendwas falsch, Papa. Und wir machen immer die gleichen Fehler. Ich habe auch als Kind falsch gemacht. Was denn? Also, ja. Papa, ja. Was? Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Bitte, hör kurz auf. Kann ich das gleich machen? Komm, noch ein Moment mal. Wir haben gerade einen GT repariert.